Die Hirnforschung hat im zweiten Halbjahr 2016 zu keinem Thema mehr Meldungen gesehen als zur Gehirnerschütterung und der Frage, inwieweit sie zu dauerhaften Hirnschäden führen kann und was Sport damit zu tun hat. Speziell der American Football ist in Verruf gekommen, aber alle Kontaktsportarten sind betroffen. Für den Fußball hat die Universität Kaiserslautern ein hochkarätiges Symposium unter dem Titel Kopfsache, Hirnschäden durch Sport? Ausrufezeichen, Fragezeichen, durchgeführt. Wir waren da und konnten mit den Hauptrednern sprechen. Es ist ein unglaublich schwieriges Thema, sobald man ein ganz klein wenig reinleuchtet. Es gibt Gehirnerschütterungen, Concussions, es gibt traumatische Gehirn, was ist das I? TBI, Traumatic Brain? Injury. Injury. Herr Fröhlich, können Sie da irgendwie Licht für uns reinbringen, bitte? Ja, Concussions, auch im Deutschen würde man sagen Gehirnerschütterung, umgangssprachlich ist quasi ein übergeordneter Begriff für Gehirnerschütterung aus dem Amerikanischen. Es sind so quasi pathophysiologische Veränderungen im Gehirn, die durch äußere Krafteinwirkungen auf den Kopf, auf den Hals, auf den Rumpf irgendwo eingetreten sind und dann zu kurzfristigen oder auch längerfristigen pathologischen Veränderungen führen. Und CTE? Da würde ich vielleicht einen Kollegen. CTE ist eine Folge von Verletzungen, die das Gehirn bekommt durch mechanische Reize. CTE heißt chronische traumatische Enzephalopathie. Ursprünglich hieß das die Boxerkrankheit, weil die Krankheit ursprünglich bei den Boxern vor fast 100 Jahren schon gefunden wurde. Und das sind die dramatischsten Sachen. Das ist keine Gehirnerschütterung. Es kann infolge von vielen Gehirnerschütterungen entstehen, aber ist eine Sache, die viel, viel später erst sich zeigt. Und insofern ist CTE praktisch fast das Schlimmste, was passieren kann. Zum Glück führt kaum eine Gehirnerschütterung dazu, aber auf der anderen Seite weiß man auch gerade aus dem amerikanischen American Football, dass dort diese Spieler sehr viele Gehirnerschütterungen bekommen, teilweise 20 im Laufe von 3-4 Jahren und dann ist das Risiko groß, diese Krankheit zu bekommen. Bleiben wir mal in Deutschland, denn hier ist es ja zum Glück nicht ganz so wild wie im Football, also im Fußball, in unserem Soccer. Wie kann man so eine Gehirnerschütterung überhaupt diagnostizieren? Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt Symptome, die man relativ einfach über verschiedene Tools, die es im Sport gibt, die durch verschiedene medizinische Kommissionen auch entwickelt wurden, auf der motorischen Ebene, also auch auf der, ich sage mal, kognitiven Ebene, dass man Fragen beantworten muss in einer gewissen Reihenfolge, dass man entsprechend beispielsweise rückwärts zählen muss oder die Monate rückwärts entsprechend in der richtigen Reihenfolge angeben muss, bis hin zu Gleichgewichts- oder Koordinationsübungen, um einfach zu diagnostizieren, welche oberflächlich welche Symptome können wir quasi anhand eines eingetretenen Traumas feststellen? Das wäre, ich sage mal, das, was man direkt am Spielfeldrand auf dem Platz machen könnte. Ansonsten muss man entsprechend CT- oder MRT-Maßnahmen durchführen, um langfristige Gehirnveränderungen struktureller Art zu diagnostizieren. Ich nehme an, dass die Trainer in den unterschiedlichen Sportarten auch, gut geschult sind da drin. Es gibt den Hinweis, sollten wir vielleicht mal kurz machen. Es gibt auch eine App zum Thema. Können Sie sie kurz beschreiben? Ja, es gibt eine App über die Initiative Schütze deinen Kopf, wo genau diese, ich sage mal, Informationen implementiert sind, wo ein Endverbraucher quasi diese App sich runterladen kann und kann diese Symptomatiken auf der kognitiven Ebene, auf der motorischen Ebene quasi selbst durchführen und bekommt dann einen Hinweis, inwieweit eventuell bei ihm eine sogenannte Concussion diagnostiziert werden könnte. Ich habe jetzt vorhin so einen kleinen Schreck gekriegt, wie ein hier lokaler Fußballer, Oliver Schäfer, hat erzählt, er hat nur so einen ganz kleinen Schlag auf den Kopf gekriegt und hat sich danach dann am anderen Ende des Spielfeldes wiedergefunden, wo er eigentlich nicht hingehört hat. Es gab da offensichtlich Effekte, die ihm selber verborgen geblieben sind. Was kann man machen, um sowas zu vermeiden? Was macht man direkt nach einer Gehirnerschütterung? Die Frage geht an den Physiologen. Eigentlich ist das der Klassiker. Wenn man eine Gehirnerschütterung hat, kann man sich nicht mehr daran erinnern, was man noch kurz vorher gemacht hat. Also Gedächtnislücken nach hinten, retrograd. Auf der anderen Seite ist man so verwirrt, dass man teilweise was macht, wo man sich nicht bewusst wird. Und deswegen, was der Herr Schäfer gemacht hat, ist eigentlich der klassische Fall von einer Gehirnerschütterung, was er gesagt hat. Ob das der Trainer merkt, ist eine andere Sache. Ob der Spieler das merkt und bereit ist, das zu geben, ist auch eine andere Sache. Aber das sind die klaren diagnostischen Möglichkeiten zu sagen, jetzt solltest du als mit jemand mit einer Gehirnerschütterung nicht weiterspielen. Was für ein Fußballer schwierig ist, weil der darf nicht mehr auf den Platz, oder Herr Fröhlich?
Ja, das, so ist das Regelwerk. Es gibt diese 3-Minuten-Regel, wo das ärztliche Personal quasi die Möglichkeit hat, innerhalb von 3 Minuten ja, durch einfache Testverfahren die Diagnose einer Concussion zu diagnostizieren. Und wenn sie das Gefühl hat, dass der Spieler nicht weiterspielen kann, gilt im Hinblick auf Sicherheitsaspekte, den Spieler sofort entsprechend dann vom Spielfeld zu nehmen. Was, das habe ich heute gelernt, bei der 3-Minuten-Regel auch bedeutet, dass das Spiel in der Zeit unterbrochen ist? Das Spiel ist in der Zeit komplett unterbrochen, was es sonst bei keinen anderen Verletzungen gibt. Im Hinblick auf den Kopf ist das genau diese, ich sag mal, diese harte Regel von 3 Minuten. Okay. Wobei der Spieler innerhalb von 3 Minuten entweder zurückkehren muss oder dann ausgewechselt werden muss. Ja, genau. Also ein Wiedereinwechsel ist im Fußball natürlich nicht möglich. CTE, haben wir vorhin festgestellt, ist eine Krankheit, die kann man erst postmortem diagnostizieren. Vorher, bisher noch nicht. Wie sieht denn so ein CTE-Gehirn aus? Also CTE-Gehirne sehen dem Alzheimer-Gehirn sehr ähnlich. Alzheimer-Gehirne sind deutlich kleiner, weil sehr viele Nervenzellen sterben, schrumpft das Gehirn. Das ist beim CTE genauso. Darüber hinaus gibt es aber Ablagerungen von Proteinen, die heißen Tau-Proteine, das sind Stabilisationsproteine. Und wenn Nervenzellen sterben, gehen die raus aus den Zellen und machen Klumpen. Und diese Klumpen kann man nachweisen. Aber man muss dafür das Gehirn schneiden und färben und das kann man natürlich nur am toten Hirn machen. Was mich jetzt mal vor die Frage stellt, wie grenzt man CTE gegen Alzheimer ab und gegen ALS ist, glaube ich, auch noch verbreitet in Fehldiagnose, oder? Die Ablagerungen von diesen Tauproteinen sind an unterschiedlichen Stellen. Außerdem sieht man auch makroskopisch Veränderungen in diesen großen Flüssigkeitsräumen, Ventrikel, an verschiedenen Stellen. Also jeder Neuropathologe hat da eine eindeutige Möglichkeit, Alzheimer von CTE zu unterscheiden. Herr Fröhlich, als Sportwissenschaftler, was machen wir jetzt damit? Also wir kennen jetzt das Problem. Wir wissen, es ist zumindest eins, was auch die jugendlichen Fußballspieler betreffen kann, zumal sich das Gehirn ja noch entwickelt. Wie gehen wir jetzt mit all dem um? Tja, forschen, 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 kann man nur sagen. Das heißt, unsere Datenbasis ist momentan noch relativ gering, um kausale, ich sag mal, Zusammenhänge von einmaligen, mehrmaligen Situationen, die im Sport eintreten können, auf den Kopf, verschiedenen, ich sag mal, auch Schweregraden von Schädel-Hirn-Traumata zuzuordnen. Und von daher müssen wir einfach auf dieser präventiven Perspektive noch wesentlich mehr in die Forschung investieren, ob beispielsweise stärkere Muskulatur eine Schutzfunktion hat. Das kann man zumindest mal theoretisch sich ableiten, aber ob es de facto so wirklich so ist, da wissen wir einfach noch nicht. Darf ich als Neurobiologe noch was dazu sagen? Es gibt jetzt in den letzten Jahren sehr starke Entwicklungen, um auch dieses CTE bereits klinisch, also noch vor dem Sterben des Patienten zu sehen. Das sind allererste Tests, die sind sehr vielversprechend. Zum Beispiel kann man kleine Veränderungen im Gehirn durch tolle Techniken, die heißen dann MRI, das steht für Diffusion Tensor Magnetresonanz Imaging. Da braucht man natürlich tolle Geräte für, große Geräte, und der Patient muss sich dann auch da reinlegen, dann kann man das aber testen. Das andere, was geht, ist, gerade bei einer Konkussion, bei einer Gehirnerschütterung, kann man auch mittlerweile eine Blutprobe nehmen und in der Blutprobe Substanzen testen, die ganz typisch sind für eine Gehirnerschütterung. Das dauert 10 Stunden und ist natürlich mit der 3-Minuten-Regel, die wir angesprochen haben, nicht zu vereinbaren. Genau vor dem Hintergrund, was sage ich meinem Kleinen, der ist jetzt 5, wenn er morgen anfängt, ich will jetzt Fußball spielen, was mache ich jetzt? Ja, ich sage mal, die Warnhinweise auf jeden Fall mal ernst nehmen. Allerdings auf der anderen Seite sollte man nicht quasi das Kind jetzt mit dem Bad ausschütten. Sport hat natürlich auch sehr viele gesundheitliche Aspekte, es hat soziale Aspekte, es hat pädagogische Aspekte. Und von daher sollte man wirklich die Gehirnerschütterungsthematik in den Vordergrund stellen. Man sollte es weiter untersuchen. Nichtsdestotrotz, ich sage mal, sollte man auch, ich sage mal, ein gewisses Maß, eine gewisse Balance auch an den Tag legen, im Hinblick auf positive Aspekte, die der Sport mit Sicherheit hat. Sehen Sie das ähnlich? Ich sehe das ähnlich. Natürlich gibt es sehr viele große Vorteile vom Sport, das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite, die Risiken sind nun mal da. Und in dem Fall würde ich dem Kind sagen, pass auf, deinen Kopf auf. Im Zweifelsfall zieh ihn auch mal zurück, damit du eben nicht den Ellenbogen deines Gegners oder den Ball zu hart an die Birne kriegst. Den DFB-Mannschaftsarzt Tim Meyer hatten wir bereits vor diesem Gespräch aufgezeichnet, denn er war in Terminnot. Da war es noch etwas lauter. Bitte verzeihen Sie die Tonqualität. Herr Meyer, wie geht denn der DFB mit dieser Thematik um, die ja eigentlich eher aus den Staaten und aus durchaus härteren Sportarten quasi zu uns, auf uns draufgeschwappt ist? Trotzdem ist es so, dass durch unsere Medien und auch durch die Ereignisse während der WM 2014 das natürlich für den DFB zum Thema geworden ist. Wir haben das bereits Ende 2013 zum Schwerpunktthema erklärt der Kommission Sportmedizin. Und werden das voraussichtlich auch nochmal für 3 Jahre tun.
haben viele Fortbildungsveranstaltungen gemacht, haben die wissenschaftliche Lage gesichtet, soweit uns das möglich war, und haben eben Konsequenzen gezogen. Aber wir sind sicherlich noch nicht am Ende damit, denn gerade auf dem Sektor Schädigungen durch Kopfbälle haben wir immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse, und da kommt noch einiges. Wie können Sie überhaupt während dem Spiel eine Diagnose stellen, dass der Spieler jetzt besser draußen bleibt? Das ist natürlich durchaus in einzelnen Fällen nicht so einfach. Denn nicht immer sind die Symptome sofort präsent. Nicht immer merkt der Spieler sofort das, was er ein paar Minuten später merkt. Man kann eigentlich nur so vorgehen, dass man sagt, im Zweifel nehme ich ihn raus. Und in der Situation eben die Beschwerden erheben und die Tests machen, die man eben machen kann. Wenn die unauffällig sind, wird man den Spieler vermutlich weiter drin lassen und ihn dann beobachten. Nett wäre es natürlich, wenn man sehr gut über zum Beispiel Videos sehen könnte sofort, wie groß denn die Dynamik war. Natürlich beobachtet man das Spiel, aber man ist nicht immer in der Lage, das perfekt zu sehen. Okay, jetzt waren wir hier am einen Ende, der Profi. Am anderen Ende sind diese Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Jugendfußballer. Was kann man denn bei denen machen, um mit Gehirnerschütterung überhaupt umzugehen, denn das Gehirn ist ja noch in der Entwicklung und das Thema schwappt gerade erst hoch. Wir wissen ja gar nicht, wo es hingeht. Ja, in der Tat haben wir da sehr wenig Befunde. Wir wissen relativ wenig. Nun ist es aber zum Glück auch nicht so, dass wir mit 18 Jahren lauter Jugendfußballspieler sehen, die sich von ihren nicht fußballspielenden Freunden unterscheiden. Dennoch muss man das natürlich ernst nehmen und wir verfolgen das auch, sind aber derzeit nicht der Meinung, dass es eine Grundlage gibt, dass man regeltechnisch Konsequenzen ziehen müsste. Was man natürlich tun kann, ist, vernünftig Kopfball zu trainieren, auch frühzeitig schon, vielleicht mit leichteren Bällen das zu machen. Das würde zu einer besseren Kopfballtechnik führen. Das würde wahrscheinlich die Dynamik eines Kopfballs schon im jungen Alter besser abfangen lassen. Diskutiert wurde ja auch, den Kopfball ganz abzuschaffen, also als Regelwidrigkeit zu erklären, ähnlich dem Handspiel. Das würde jetzt natürlich das Spiel selbst verändern. Also wir haben auf der einen Seite die Interessen der Medizin und auf der anderen Seite die Interessen des Sports. Kann man den beiden gerecht werden und wie kann man das am besten machen? Man wird das sicherlich balancieren müssen. Wir haben keine Sportart, die gänzlich frei von allen Risiken ist. Insofern wird man sicherlich schauen müssen, dass man die Risiken, soweit das sinnvoll möglich ist, minimiert, ohne den Charakter der Sportart komplett zu zerstören. Wie am Ende die Lösung aussieht, kann ich nicht sagen. Aber was auf jeden Fall die Basis einer Entscheidung sein muss, sind vernünftige wissenschaftliche Untersuchungen. Da haben wir im Moment viel zu wenig.